Freunde der schlechten Unterhaltung, herzlich willkommen zurück bei Whitestar. Ja. Mir fällt gerade nicht ein, was ich sagen wollte, außer dass wir jetzt weiterspielen. Genau, wir spielen hier weiter und wir müssen ein paar Gegner töten. Naja, nicht mehr viele. Und weil du Langeweile hattest. Ja, gut. Ich habe halt ein bisschen meine Skills mal ausgetestet, derweil ich hier rumstand und irgendwie festgestellt, dass ich durch die Waffe einen sehr großen, ja, Damage Plus bekommen habe. Und wir jetzt auch noch mal Panzer Quest fahren. Ich will Panzer fahren. Nein, aber wir dürfen gleich, falls ich dich spoilern darf, Minen auf dem Boden verteilen, die der Panzer reinfahren darf. Das muss ich in Battlefield 4 auch mal machen. In einer Mission. Und ja, ich habe die Singleplayer-Kampagne gespielt. Komplett, ja? Ja. Oha. Aber auch nur, weil da habe ich mal gewonnen. Also, ne, da war ich mal gut. Ich habe die Singleplayer-Kampagne auch gespielt. Hier übrigens müssen wir jetzt hin. Siehst du das? Ich habe die Singleplayer-Kampagne nicht gespielt. Ich habe die Koop-Kampagne gespielt. Ja, ich auch, aber da war ich mal so schlecht. Ach so. Ich habe die mit dem Helikopter, hat mir am besten gefallen gehabt. Also eine Koop-Kampagne gibt es nicht bei Battlefield 4. Hm? Okay, 3 meine ich ja auch. Ja, 3, voll oldschool. Ich habe nur 3 gespielt. Ich hab keine Lust gehabt auf 4, weil ich habe die Beta gespielt und fand schon, naja, der Unterschied zur 3 machte sich für mich nicht ganz klar. Da ist ein Leutnant. Jawohl, dann lass uns den mal hauen. Leutnants verdienen es, gehauen zu werden. Ist der jetzt schon explodiert, der Panzer? Nein, aber wir haben, guck mal, wir können hier nochmal was machen, und zwar deaktivieren wir diesen Panzer jetzt auch noch. Wow. Der andere Panzer, ich weiß gar nicht. Nee, noch liegen sie da. Oder? Ja, doch, noch liegen unsere Minen dort. Nur warten, bis der nächste Panzer angefangen kommt. Das dürfte ja nicht allzu lange dauern. Derweile können wir ja mal auf unsere Mounts aufsteigen und da hier gerade zu dem Berg hoch. Ah, na gut, dann warten wir noch. Oder möchtest du lieber von oben drauf gucken? Schaffen wir das mal. Ah, komm mal hierher. Hier oben ist nämlich ein sicherer Bereich. Erst sobald du hier bist, wird wohl ein Panzer kommen, der da reinfährt. Ja. Jetzt darfst du zugucken. Ich kümmere mich um die Gegner dabei. Lame. Ja. Ja, die 3 ist ja jetzt auch zu Ende, Sascha. Was hast du davon so mitgenommen? Nicht viel. Ich werde mir Rainbow Six anschauen. Oh, Rainbow Six, okay. Fand ich ganz interessant. So Richtung Oldschool zu gehen. Ich hoffe halt, dass mehr taktische Nuancen drin sind als zum Beispiel in Counter-Strike. Ja, das war ja bei Rainbow Six schon immer so. Ich habe ja die alten Rainbow Six auch gespielt, aber bei den neuen jetzt, die fand ich schon immer wahnsinnig. Du hast ja auch das Online gespielt, ne? Ja, ja. Dürfte da auch eigentlich einen taktischen hohen Anspruch haben. Hatte ein relativ. Ja, es hatte auch ein bisschen was mit Skill zu tun, einfach. Aber auch natürlich, wo du in Deckung gehst und, ne? Wie du die Gegner vielleicht auch umläufst. Es war schon, eben, ich mag halt die schnellen Shooter nicht, weil da bin ich zu langsam. Also Unreal Tournament etc. Ne, UT geht noch, aber da, so. Ich finde eigentlich, UT ist mit das Schnellste. Ist es auch, ja, aber auf dem LANs, ne, da gibt's ja nur schlechte Leute, also. Gut. Aber online hast du halt, auch mit Titanfall zum Beispiel, auch ein sehr schnelles Spiel. Ups. Bin ich halt einfach zu langsam in meinem Alter. Ist halt so. Deinem Alter. Jetzt ist schon zu alt. So, ich glaube, wir müssen hier weiter hoch, oder? Oder haben wir hier noch eine Quest überhaupt? Da oben ist Nyta, aber die müssen wir, glaube ich, nicht töten. Na, da oben ist auch Lore. Obwohl, doch, ich muss die vielleicht töten für meine. Ich muss ja mal ganz viel töten. Ah, nee, ich bin ja Siedler wieder. Ah. Ja, als Siedler hast du da nicht so große Probleme. Ich, ja.
Bei Siedler ist es aber immer schön, die ganzen Gebäude aufzubauen. Du hast ja in jeder Region mindestens eine, wo du halt spezielle Ressourcen hinbringen sollst, die es nur in dem eigenen Gebiet gibt. Und damit ja dann komplett einen Außenposten aufbaust, wo du halt meistens neue Quests, irgendeine Herausforderung etc. gibt. Ich habe gerade voll den epischen Soundtrack auf dem... Irgendwie kommt gerade epische Musik im Hintergrund. Ich weiß aber nicht wieso. Der Typ hält ganz schön viel aus. Alter Schwede. Ich glaube, wir sollten vielleicht gehen. Könntest mal Schaden machen. Das Problem ist, tue ich. Der hat aber immer noch 50k. Das heißt, wir wollen jetzt abhauen, ja? Naja, musst du entscheiden. Heilen kann ich noch nicht viel. Bin tot. Nächstes Mal etwas früher. Ups, das scheiße. Ich habe jetzt gerade 50%. Wir müssen nochmal da hoch. Nein, das mache ich dann alleine. Andermal. Gerade beim Wegspringen gesehen, dass da oben die Kartografie von mir war. Soll ich dich wiederbeleben, oder? Ich kann auch mich recken. Ich weiß auch nicht, wo ich dann rauskomme. Ich komme zu dir. Hier ist ja gerade nichts los. So, wo bist du denn gestorben? Da bist du gestorben. Na, das geht doch locker. Und weil du sagst, eher melden, ich hatte 50% meines Lebens, hab die instant verloren. Ja. Deswegen so einfach war das nicht mit Bescheid sagen. Na gut. E3 zurückzukommen. Ja. Ansonsten, ich werde The Crew spielen, aber... Ja, gut, The Crew war ja schon vorher klar. Das war ja richtig, nichts, was neu auf der E3 gezeigt wurde. Nichts Neues. Einen sehr schönen Trailer haben sie gezeigt. Ja, aber gut. So, wir müssen erstmal zurück irgendwie Quests abgeben, wie es aussieht. Gott, ich war schon wieder so tief. Ja. Dann gehen wir erst wahrscheinlich Quest abgeben. Ja, also Crew natürlich, aber das war vorher schon bekannt. Ich fand jetzt exklusiv so E3, was neu vorgestellt wurde, die beiden neuen Konsolen, also Sony und Microsoft, das war wirklich sehr schwach, was die so gezeigt haben. Das Einzige, was mich da sehr ärgert, ist, dass deren Spiel hier, Borderlands Online-Shooter, ich weiß gar nicht, wie jetzt genau hieß, war das... Destiny, was? Genau. Dass der leider nur für die Konsolen kommt, das finde ich schade. Aber ansonsten, der Rest der Spiele, die gezeigt wurden, waren für mich eher, naja. Es war halt wieder mal Spiel Teil XYZ. Wenn sie nicht dreistellig werden in irgendeiner Spieleserie, sind sie nicht glücklich. Wirkt das zumindest. Was ist das für ein Typ? Gefangener blutroter Flieger. Den dürfen wir jetzt für kindergerecht foltern. Du hast jetzt nämlich unten mit STRGF1 bis Dings deine verschiedenen Skills. Kann man den irgendwas gegen den Kopf schmeißen? Kann dir. Gut, du kannst ja testen. Er ist nur gegen eine von denen wirklich allergisch. Na toll. Und ich hab gleich die richtigen erwischt. Oder? Der richtige sind die Sumsings. Na, diese blauen danach. Fliegen. Ja, genau. Naja, wäre alles blau gewesen. Ach so. Und danach sollst du eine Sumsing holen und die zu dem Typen schulen. Damit er richtig Angst bekommt. Darf er auspacken. Bevor ich ihn töten lasse. Ich frage, welche Sumsing ich hier holen darf. Weil die hier gehen alle nicht, obwohl die Sumsings heißen. Muss schon ein roter sein. So ein böser. Böser. Oh, das war er. Er wollte ich eigentlich jetzt auch nicht. Komm, ich helfe dir mal eine zu suchen, die funktioniert. Die hier unten rumhüpfen. Da oben zum Beispiel. Die große, die da oben ist, würde funktionieren. Oder die da. Da unten, ja. Du bist verfolgt. Nein, jetzt nicht mehr. Die darfst du jetzt ziehen bis zum Typen hinter. Mensch, ich hätte doch meinen anderen Charakter holen sollen, einfach Mentoring-System anmachen sollen. Wäre aufs Gleiche hinausgekommen. Ja,
Deswegen, deswegen sage ich ja die ganze Zeit schon immer zu dir, musst ja nicht auf mich warten. Naja, nee, so haben wir zusammen ja auch die Quests. Ich habe ja noch einen anderen Charakter, aber zwei Nahkämpfer zum Beispiel zusammen kämpfen, finde ich doof. Und ich bin ja auch allgemein kein Fan von Nahkämpfer. Ich spiele den ja jetzt wirklich nur aus Langeweile und weil mir der Esper überhaupt nicht gefällt. Ich finde, der umgeht den gesamten Sinn des Spiels. Habe ich ja schon öfter gesagt. So. Jetzt wieder zurück. Ja. Ne, E3, ansonsten, das neue Zelda wurde halt angekündigt, aber leider nur ein Cinematic-Trailer ja gezeigt. Ja. Ja, ansonsten war wirklich schwach dieses Jahr. Ja. Deswegen, also so wirklich großen Titel kann ich dir jetzt gar nicht nennen, wo ich sage, das wird ganz geil. Das war genau auch mein Problem. Das war halt irgendwie wie gesagt, alles so. Evolve werde ich mir zum Beispiel anschauen. Das Spielprinzip an sich, was so A, synchron nicht A, ungleich ist. Nennen wir es halt so, von der Spielerschaft. Du hast jetzt auch den Heli genommen? Cool. Ja, ja. Gut, dann sind wir gleich lange. Ja, aber. Alle anderen Spiele müssen sich erstmal beweisen, dass sie wirklich gut wären. Ich erwarte nicht allzu viel.